Sekunden warten. Warten noch eine Sekunde. Bis der Raum voll ist. Genau. So, hallo zum Ostkurf-Geflüster-Vorbericht. 32. Spieltag Regionalliga. Zwischen den Regionalliga. So gut wie. Oberliga Rheinland-Pfalz da. Wormatia Worms, SV Eintracht 305. In Worms. Sonntagnachmittag 13.30 Uhr. Mich haben wir der Feierlichkeit ja gut rübergebracht. Ich denke schon. Wir sind heimkommen, ne? Hat man ja schon erwähnt. Wir sind heimkommen. Spät, aber gut gelaunt. Ganz Woche. Samstag weiter gefeiert. Hatte Mannschaft ja auch gemacht. Verdient. Verdientermaßen. Ne? Jetzt müssen wir den Fokus kriegen auf morgen. Ne? Ja, weil sind noch 7 Spiele. Morgen das Wichtigste von den 7. Ja. Prestige. Ne? Ich hatte auch geschrieben, ja. So ein paar Rechnungen sind noch offen. Ja, ja. Weil der 3-0 damals hat uns, glaube ich, so den letzten Schlag gegeben. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, da sind wir auch, glaube ich, mit 800 oder 900 Leuten da gewesen. Und das war schon dann von der Leistung her, ich bin jetzt so unterirdisch, aber es war schon ziemlich grenzwertig, war dann Platz war. Und ich glaube, dahingehend hat auch die Mannschaft da was gut zu machen, um da nochmal mit einem Erfolgserlebnis mal herauszugehen. Wobei Worms ist ja aktuell Rückrunden-Tabellen-16. Was ja unterirdisch ist für die. Vielleicht aber auch normal, vielleicht war die Hinrunde auch einfach nur zufällig viel zu gut. Muss man auch sehen. Ne? Guten Lauf gehabt vorne mit dem Kasper. Ja. Hat alles funktioniert. Kasper trifft der gar nicht mehr? Nee. Ja. Ein Tor, glaube ich, jetzt hast du gesagt. Eins war es, ja. In der, nicht Rückrunde, sondern in diesem Jahr 2024. Hat einen neuen Sturmpartner. Aber das scheint nicht zu harmonieren. Trifft auch nicht. Dann haben sie ja einige negative Ergebnisse jetzt gehabt, wo sie wirklich deutlich oder auch verloren haben, inklusive ihrem Halbfinale in ihrem Pokal, Regionalpokal, wie das jetzt heißt, bei denen weiß ich nicht, der Verbandspokal. Verbandspokal, ne? Wo sie 2-1, glaube ich, gegen Gonsenheim zu Hause verloren haben. Aber nichtsdestotrotz werden die morgen alles in die Waagschale werfen, um uns mit einer Niederlage nach Hause zu schicken. Weil gegen uns, wie immer, sind alle Mannschaften mehr wie motiviert. Ne? Gerade auch Worms. Ne? Ja, aber ich glaube, unsere Jungs sind genauso motiviert, die Punkte mal mitzuholen. Nachdem die Wormser ja die Einzige waren, die unsere Serie in der Hinrunde haben platzen lassen. Ich glaube, nach 12 Siegen hatte man... Du hast unentschieden, ja. Ja. Und dann, obwohl es eigentlich unnötig war. Hin raus war es unnötig, aber so ist ja das Fußballspiel. Hinterher ist man immer schlauer. 2 Euro ein Phrasenschwein. Das ist immer noch kaputt. Ich scheine so ein bisschen. Hat immer noch kaputt ist. Kommen wir gleich zu. Ich habe immer noch im Hinterkopf so ein bisschen Bayer Leverkusen am Donnerstag bei West Ham. Die haben auch Feierlichkeiten gehabt. Von Sonntag an haben einen Tag später angefangen zu feiern wie wir. Aber ich fand jetzt denen die Leistung die erste Halbzeit der West Ham und gerade berauschend. Und ich hoffe nicht, dass morgen unsere Leistung am Platz auch so ist, wie denen ihre Leistung war, weil dann habe ich eigentlich kein gutes Gefühl. Ne? Ich hoffe immer noch darauf, dass ein Thomas dazu hinkriegt, dass er nochmal die Spieler so fokussiert, dass sie 100% Gas geben. Das macht er schon. Ne? Ich glaube, jetzt hatten sie das Ziel da mit den 100 Punkten. 100 Tore. Wurde dann noch von Gönnern einen extra Zuschuss für die Kass gibt für die Mannschaft. Für 5 Tage nach Malle. Ja. Also das ist ja Motivation genug. Ja. Ja, schauen wir mal. Ne? Also wir haben ja jetzt auch dann bösen Jawus fallen wahrscheinlich aus wie in irgendwelche Prüfungen. Ne? Ja, die haben berufliche Abschlussprüfungen. Da muss man sagen, viel Erfolg euch zwei dabei. Das klappt. Ja, von unserer Seite. Dann haben wir den Sven König mit einer Ferseprellung oder mit einer Fersenprellung, der wahrscheinlich nicht so fit ist. Aber wie gewohnt auch der Mirko geschrieben hat, ich sehe ja auch viele da, die noch um einen Vertrag kämpfen müssen. Und ich denke mal, wenn wirklich 6 oder 7 Neuzugänge kommen sollen, ja gut, dann geht es halt harte Entscheidungen auch für manch einen, der jetzt im Kader ist. So ist das leider. Ja. Jetzt werde ich oft gefragt, geht es schon Veränderungen, geht es das und das? Wie geht es? Wahrscheinlich genauso. Wir können es nicht beurteilen. Ne? Niemand weiß es. Keiner weiß es.
Wir haben halt den großen Vorteil, dass wir halt 2 Monate Vorlaufzeit haben, bis wir in die Sommerpause gehen. Und ich glaube, dass die sportliche Leitung dazu hinbekommt, dass bis zur Sommerpause zumindest mal 5 feststehen von 6 oder 7, die da kommen werden, damit ein Thomas halt zu Beginn der Vorbereitung für die neue Runde dementsprechend alle Spieler an Bord hat und nicht irgendwo mitten in der Saison, mitten in der Vorbereitung bei null anfängt und muss die alle integrieren. Ja. Aber man hat ja letzten Sonntag habe ich auch gesagt, Tradition verpflichtet keine Spieler. Ich hoffe, dass auch genug ja, Geld in der Kasse ist und dementsprechend Potenzial zu verpflichten. Auch ein immerwährendes Thema, was immer ein Trier Rockkreis hat, los, wie sind die Finanzen von der Eintracht, wie doch geschrieben worden ist im Volksfreund, was ein Alfons Jochum sagt, das ist alles im grünen Bereich. Ja, wir sind ja schuldenfrei, das ist ja schon mal viel wert. Können und, aber keine Luftschlösser bauen. Ne? Also, nee, auch ja. Nicht. Und jetzt kommt, erschwerend ja kommen noch dazu, dass die Basketballer um gute Wesen wieder in die erste Bundesliga und dann liest man, die haben da ein Mindestetat von 3,5 Millionen, den sie bringen müssen, ja. Überhaupt eine Lizenz zu kriegen. Ja. Das ist eine Aufstockung von 1 Million oder 1,5 vom bisherigen Etat. Das müssen die auch in der Region einsammeln. Die haben jetzt Chancen, das überregional zu kriegen, vielleicht auch ein bisschen, aber vieles wird aus der Region kommen müssen. Und dann, ja, haben wir Fight, ne? Der Fußball gegen den Basketball. Der immerwährende Konkurrenzkampf. Ja, holt sich die Sponsorengelder. Richtig, ja. Ja gut, aber das ist jetzt nicht unser Baustelle, beziehungsweise da sind adäquate Leute am Arbeiten dran. Zum Glück. Zum Glück. Wie siehst du das Spiel morgen dann? Das ist alles möglich, glaube ich. Aber ich denke mal, dass wir da mit einem klaren Sieg einfahren, mit einem frühen Tor, da Dingen machen. Da glaube ich auch. Ich glaube auch, dass die Mannschaft voll fokussiert ist, noch den nächsten Dreier zu machen. Vor allen Dingen hat, glaube ich, 7 Tore geschossen, vielleicht sogar morgen die 100 Tore voll zu machen. Da haben wir schon mal die erste 100 erreicht. Und die 100 Punkte werden wir auch erreichen. Bin ich eigentlich voll überzeugt von. Weil, wie wir in den letzten 2 Wochen oder 3 Wochen schon so oft gesagt haben, wir bestimmen, wer gewinnt, wer verliert. Aber ich glaube nicht, dass wir morgen dann, oder die Mannschaft morgen dann bei der Kulisse, wo sie einen Block hat, und auch den Ergebnissen, die vorher in Worms waren, jetzt die letzten 2, 3 Spiele, dass wir da jetzt dann das Ganze so herschenken. Gehe ich gar nicht von aus. Ne? Wir gehen mal von aus von der Fanszene. Die Fanszene ist so, also offiziell sind 7 Busse. Vielleicht auch 8. Vielleicht auch 8, wissen wir nicht. Gab so jetzt so ein kleines Gerücht, dass doch vielleicht schon 8. Bus eingesetzt wird. Es werden etliche mit dem Pkw anreisen. Sag mal summa summarum, mal mindestens, sag ich mal, von 600 ausgehen. Ich war der Meinung, man werde wahrscheinlich mit 800 Fans am Start sein. Ich schätze auch, dass man 600 bis 800 werden nicht sein. Muss man jetzt gucken, wie das Wetter morgen früh ist. Da sagt der eine vielleicht, oder bleiben wir doch daheim. Ja, ja. Der andere sagt aber vielleicht, okay, bei dem Wetter machen wir sonst nichts anderes, da können wir auch mit dem Schirm nach Worms fahren. Muss man sehen, aber schön ist ja, dass überhaupt so viele Leute noch dann jetzt dahin fahren, obwohl ja im Prinzip, ja, irgendwie, wie sagt man so schön, und jetzt um die goldene Ananas geht. Ne? Die Messe ist gelesen. Ja. Und das ist halt einfach toll und da zeigt auch, was für ein Potenzial einfach da ist. Ne? Ja, ich denke mal, wir sind auch jetzt viele Fans da, die einfach nur auch sagen, ich will die Mannschaft weiter unterstützen und gerade auch Worms unterstützen. Und es ist natürlich auch das Spiel nach dem Tag X, wo es geklappt hat. Und ist auch mal schön, ne? So ist auch mal schön. Ja. So hinzufahren, ja. Denken, okay, wenn ja. Sie jetzt verlieren, gut, in Worms ist das natürlich mal nochmal in kleinen Katastrophe, wenn wir da verlieren sollten, aber. Ja, aber du kannst dann nach einer Niederlage, wenn die dann noch adäquat war, rumdrehen und sagen, okay, es ist nichts passiert. Ja, wobei ich nicht glaube, dass wir morgen das herrschenken werden. Ne? Ja. Mal gucken, was ein Thomas Moin an Konzept auf den Platz zaubert. Letzte Woche hatte er am Freitag ziemlich mit Spielern gespielt, die viel Erfahrung hatten, die auch ein gewisses Alter hatten. War der Moin für Mischung auf den Platz. Ich bin mal gespannt. Und ich würde mich ja freuen, ich wiederhole mich, habe ich letztes Mal schon gesagt, oder in der Nachbetrachtung gesagt, dass Jan Juka Doro morgen spielt.
vielleicht nicht von Anfang an, aber rankommt. Ich würde mal wünschen, von Anfang an mal wieder, weil ich glaube, der wird morgen in so einem Spiel, wo auch viel Feuer dran ist, als Regisseur im Spiel gut tun. Wobei ich glaube, dann nicht von Anfang an spielt. Ich glaube, dass wir morgen am Platz sehen. Ja. Da bin ich mal fest von überzeugt. Gerade wenn dann jetzt nochmal zwei, drei Stammspieler in Anführungszeichen ausfallen. Aber erst vielleicht so zweite Halbzeit, 16 Minuten. Und Anfang das Spiel, oder am Anfang wird es so laufen, als ging es noch um alles. Und so nach der Halbzeit, denke ich mal, geht es so ein bisschen in, je nach Spielverlauf auch, in Versuchen, Probieren und Chancen geben für die Regionalliga, sich zu zeigen und auch für Spielpraxis, für jemanden wie den Doro, nochmal Spielpraxis zu sammeln. Das sehe ich auch so, ich sehe das so, dass Worms Moin von Anfang an Betrieb machen wird, genauso wie Lautern 2. Müssen sie, ist die letzte Chance, sie müssen noch um Platz 2 spielen. Ich glaube, dass die allein schon vom Derby her wahnsinnig Druck aufbauen wollen und auch provozieren werden um Platz, dass man da nicht frühzeitig gelb, gelb, gelb und gelb-rot kriegt. Da wird auch Faktor spielen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Thomas das Ganze genauso ein bisschen defensiver angeht wie gegen Kaiserslautern und einfach mal sagt, okay, wir haben Grundsicherung und machen nach vorne Nadelstiche und wir kriegen ja unsere Chance jedes Spiel. Nicht nur ein, fünf, sechs, sieben. Und, ja, eigentlich immer genug. Und haben wir genug, um immer Tore zu schießen. Der berühmte Chancenwucher. Ne? Ja, das ist es eigentlich zum Spiel, oder? Ja, ich denke auch. Ich glaube, im Umfeld ist eine sehr große Vorfreude auf dieses Spiel. Ne? Es hat eine frühe Abfahrt, 9.15 Uhr und 9.30 Uhr dann am Stadion, alle Mann mit, also alle Busse zusammen, wie ich das jetzt gehört habe. Jo, und da gucken wir mal, SVE-TV-Team kann ja leider nicht berichten, wie wir schon am Sonntag im Nachbericht gesagt haben, so ein bisschen spekulativ, was sich die Woche bestätigt hat. Gut, wie sagst du immer? Dann ab ins Auto? Ja, die Busse sind ja voll. Zufahren ist doch, glaube ich, echt lang nach Worms, ein bisschen kompliziert. Könnte man so sagen, ja. Und wer die Möglichkeit hat, mit dem Auto zu fahren, einsteigen, losfahren und... Das wird bestimmt ein schöner Tag. Mannschaft unterstützen, supporten, alles raushauen, was geht, weil ich glaube, das Spiel morgen gegen Worms und dann nochmal nächste Woche Sonntag in Gonsenheim. Das sind so die zwei Spiele, die solltest du auch gewinnen. Erstmal um die Konkurrenz, was auf 3 und 4 ist. Erstmal zu sagen, pass auf, das ist unsere Hausnummer. Und zum Zweiten dann auch Statement zu setzen, wir sind Oberligameister. Ja? So sieht es aus. Ja, so, das sind wir nicht von ungefähr. Ja? Wir können mit breiter Brust dahin fahren. Jo, das ist eigentlich, was so das Spiel betrifft. Ne? Ja. Dann haben wir morgen jetzt Phrase-Schwein obligatorisch im Einsatz. Das ist ja letzten Samstag, Freitag leider den Feierlichkeiten zum Opfer gefallen. Das hattet übertrieben. Das Schweinchen hattet übertrieben, genau. Und wir werden dann spätestens nächsten Heimspiel werden mal ein Neuschweinchen haben. Aber nichtsdestotrotz werde morgen dann Schweinchen spenden entgegengenommen für die Jugend. Also wenn ihr spenden wollt, liebend gerne. Ein schöner Gruß an alle Live-Zuschauerinnen und Zuschauer in der Zahl. Mich hat eine Brille. Aktuell gerade 18. 18, ja. Vielen lieben Dank für euren Support. Liked it, teilt it weiter. Der Eintracht ist oberligatechnisch in Deutschland in aller Munde. Wir sind in den Osten aufgestiegen, ist, gell? Ich glaube schon. Ja. In den Osten von neun Oberligen haben wir. Ja, ich glaube neun. Ich muss gerade mal hier, Marc Bösel sieht zu. Hallo, lang nicht gesehen. Okay. Man hat ein paar schöne Fahrte gemacht vor gut 20 Jahren. Okay, das ist Details so das sieht man sich wieder. Frank Hoffmann ist auch da, komm mal. Tag Frank, als ehemaliger Stadionsprecher, schön dich zu sehen. Jo, das ist es, ne? Wir freuen uns, also wir haben eine wahnsinns Vorfreude auf morgen. Wir werden alles raushauen. Sicher. Haben wir Platz auf dem Rang, überall. In der Kurve, Gästekurve. Ich hoffe, dass ein Einlass morgen nicht zu lang dauert. Ja, ihr habt ja die Möglichkeit mit den Bussen dann, glaube ich, vor dem Stadion
euch noch ein Ticket zu lösen, wenn ich das richtig Tickets sind alle gekauft. Oder sind schon gekauft. Sind gekauft, ist gestern organisiert worden. Wer mit dem Auto fährt, kann aber auch morgen früh, ich glaube 8.45 Uhr vor das Stadion kommen und da schon die Karten holen. Wer sind jetzt schon auch in der Triam-Stadion. In Triam-Stadion. Ja, okay. Da wird es noch die Möglichkeit geben. Dann geht das Ganze beim Stadion in Worms ein bisschen schneller. Ja. Ja, das geht da schneller und dann, wenn wir auch relativ ruhig bleiben beim Ein-, beim Reingehen, haben wir nicht die Wahnsinnskontrollen, so wie die letzten zwei Mal, wo ich mich erinnern kann, war da dann doppelte Kontrolle mit Security und Polizei und durch das Labyrinth zu gehen, durch die Matschler zur Kurve, um das vielleicht ein bisschen zu entzerren. Also wäre vielleicht so ein Traum, da das morgen nicht ein Dreiviertelstunde dauert, bis wir dann endlich dann alle Mann in unserem, ich sag mal, Komi-Block da steht. Der wirklich nicht sehr schön ist vom Ambiente. Nee, auch nicht so groß, da wird dann wahrscheinlich links und rechts wieder auf die Wiesen und den Dreck dann aufgemacht werden. Aber wir machen da einfach ein Heimspiel in Worms. Genau. Ob wir morgen noch Vorbericht machen, steht noch ein bisschen in den Sternen im Stadion. Ich nehme mal alles mit, mich. Vielleicht können wir auch dann das SVE-TV-Team nochmal dazu kriegen, wie in Pirmasens. Ja. Kleine Bericht zu machen. Die haben ja morgen mal eine Auszeit und können sich in Ruhe in der Kurve das Spiel angucken. Liebe Grüße an ganze SVE-TV-Team. Ihr macht einen geilen Job. Ihr macht einen geilen Job. Vom Ostkurve-Geflüster. Schauen wir, was morgen abgeht. Ne? Wir sehen uns ja dann irgendwo, irgendwann und dann können wir entscheiden, was wir machen. Jo, das ist es eigentlich. Ne? Gibt es sonst noch irgendwas? Nee, hier. Was kann man wert war, gefragt, ob wir noch die zweite Mannschaft gucken gehen. Die spielt heute um 17 Uhr. 17 Uhr. Gegen SG Osburg. Ja. Die Spiele geht ein Abstieg. Benjamin guckt zu. Hallo Benni. Aber ich werde nicht da sein. Ich bin 17 Uhr leider verabredet. Sonst wäre ich da gewesen. Ich heute auch in der nicht. Nee. Ja, das haut heute nicht hin. Auch wenn morgen noch ein langer Tag ist. Ja, sind ein paar Vorbereitungen zu treffen. Da wir auch dann mit den Strollchen eine Bus haben und da sehen wir uns alle morgen in Worms. In Worms, in alter Frische. Jo, haben wir noch? Ne, haben wir noch irgendwas? Ich glaube, das ist alles gesagt. Alles gesagt, ne? Werde morgen spielst Fußball. Ja, hatte Franz gesagt. Ne? Ne. Werden morgen dann einen, wie soll ich jetzt sagen, schönen feierlichen Tag verbringen, feiern unsere Meisterschaft und ich denke mal, so 100% bin ich. Mit einem positiven Ergebnis für uns. Siehst du auch so. Wie tippen wir dabei? Ah, guck, einen Tipp abgeben. 3-0 für uns. 3-0. Gut, ich tippe ein 1, also ein 3-1 für uns. Okay. Hauptsache mal gewinnen. Hauptsache mal gewinnen. Hauptsache 3 Punkte. Sand nicht in den Köpfe stecken, ne? Genau. 2 Euro. Okay, Leute, dann liebe Grüße, schönen Samstagabend. Freut euch auf